Berlin, aber ich habe im Internet geguckt und fand es richtig, richtig klasse, was da abgelaufen ist. Danke. In Berlin und möchte noch was sagen. Ich habe erstmal eine Ansage und zwar, wir haben hier ein Niedersachsen-Ticket, das ist bis morgen früh 3 Uhr noch gültig für 2 Personen. Wer Interesse hat, das ist uns gerade gegeben worden zum Verschenken. Ja, hallo, mein Name ist Kevin, für die mich noch nicht kennen. Ich war am Samstag auch mit in Berlin und ich sag mal, von den Redebeiträgen, die dort die Autoren und Redner so gemacht haben, habe ich gar nicht viel mitbekommen. Ich habe einfach die ganze Zeit... zu laut? Ich war eigentlich die ganze Zeit da unterwegs, über den Platz und habe gefilmt und habe mich mit ganz, ganz vielen Menschen unterhalten. Und was ich gemerkt habe ist, alle diese Menschen, egal woher sie kamen, egal welcher Nationalität, welcher Religion, wir haben alle einen gemeinsamen Konsens gehabt. Und das war wirklich der Frieden. Die Leute merken, dass in diesem System was schief läuft und dafür gehen sie auf die Straße. Sie zeigen, dass sie mit etwas unzufrieden sind. Und gerade wenn ich mir die Menschen da drüben anschaue, ich weiß nicht, ob ihr uns gerade zuhört, ich gehe mal davon aus, ihr dürft auch gerne hier zu uns rüberkommen und euch letzten Endes davon überzeugen, dass das, was wir hier machen, auch eine gute Sache ist. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch groß erzählen soll. Es war einfach gigantisch dort in Berlin. Und ich habe mir ganz, ganz viele Medienberichte auch durchgelesen. Und die Zahlen, die dort letzten Endes alle präsentiert waren, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass offiziell von der Polizei gesagt wurde, da waren nur 2000 Leute. Ich habe mir das von oben mal so ein bisschen angeguckt und ja, ich muss Rick zustimmen, das waren allermindestens, wenn ich ganz klein rechne, 5000 Leute, wenn nicht sogar 7 bis 8. Und es war wirklich hammermäßig, auch als die Demonstranten der Free Palestine Demo mit dazu kamen, mit ganz vielen davon habe ich mich auch unterhalten. Und also ich hätte nicht gedacht, dass wirklich da so viele tolle Menschen bei sind und das hat mich wieder positiv gestimmt, mir neue Kraft gegeben und ja, also ich kann den Montag gar nicht mehr aus dem Kalender streichen, das muss einfach immer sein jetzt. So, dann bin ich durch. Und gemeinsam darüber fahren, schauen wir mal, wann es das nächste Mal wieder was in Berlin gibt, wo alle zusammenkommen. Okay, wir haben noch eine spontane Rednerin, die gerne etwas sagen möchte. Und ich möchte das Mikrofon jetzt gerne mal an Surai geben. Hi, erstmal, ich bin das erste Mal dabei, meine Mama schon ein bisschen öfter. Ich habe eigentlich gar nichts vorbereitet oder will auch gar nicht lange was sagen. Ich wollte eigentlich nur die Chance nutzen und ganz kurz an die Leute aus meiner Generation appellieren. Also alle, die jetzt, sagen wir mal, 20 sind und jünger. Einfach nur, weil ich finde, es ist unsere Zukunft, auf die wir bauen. Wir sind jeden Tag in der Schule, an der Uni oder machen unsere Ausbildung oder jobben nebenbei. Wir wollen alle Karriere später haben, Erfolg, Geld. Und im Endeffekt sind wir aber alle gar nicht uns im Klaren, dass das alles eigentlich auf der Waage steht, auf der Kippe. Und eigentlich alles auch zu einem Krieg, zum dritten Weltkrieg sein könnte, wenn wir nicht endlich aufstehen. Es ist unsere Zukunft, für die die Erwachsenen hier kämpfen. Ich meine, ich sehe euch alle an und ihr seid, der Großteil hier ist 30. 20 doppelt, ich will jetzt irgendwie euch nicht älter schätzen, als ihr seid, aber ich finde es einfach schade, dass viel zu wenige aus meinem Alter hier sind, weil das ist unsere Zukunft. Wir sind die, die für das kämpfen müssen, was in den nächsten Jahren passiert. Und selbst wenn wir es nicht mehr merken, dann wird es unsere Kinder sein. Also es kann nicht sein, dass hier so viele Erwachsene stehen, die vielleicht alles, wovon wir hier gerade reden, gar nicht miterleben werden. Wir sind die, die das erleben werden. Unsere Kinder sind die, die nichts von unserem Boden ernten können, weil Fracking alles zerstört hat. Wir sind die, die nicht irgendwie ihre Religion ausleben können, die keine freie Meinung mehr haben. Wir sind das, die das erleben. Nicht ihr. Und trotzdem steht ihr hier alle als Erwachsene und kämpft für unsere Zukunft. Und dann frage ich mich echt, wo sind die Leute aus meinem Alter? Wo seid ihr alle? Ihr beschwert euch bei Facebook, ihr tweetet irgendwelchen Scheiß auf Twitter, ich sehe, was ihr bei Instagram postet, Free Palestine, was weiß ich, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, wo seid ihr? Warum steht ihr nicht euren Mann? Es ist unsere Zukunft, es ist unser Leben. Und ich kann nicht verstehen, wie, keine Ahnung,
Alter, wie die Leute keinen Bock haben und wenn ich dann irgendwas erzähle in der Klasse, ja, Politik ist nicht mein Ding. Was laberst du? Du lebst hier, du kannst nicht sagen, Politik ist nicht dein Ding. Das ist dein Leben. Und wenn erstmal, wenn du, wie die Leute aus Gaza, aus deinen Häusern geschickt wirst, weil sonst alles zerbombt wird und du deine Kinder aus irgendwelchen Tod, aus irgendwelchen Wrack hemmen musst, dann sag mir nochmal, dass Politik nicht dein Ding ist. Danke. Super, danke schön. Ja. Ich meine mal ganz kurz für die, die es nicht wissen, wir haben hier mal offenes Mikro, das heißt, jeder kann hier auch irgendwo zu etwas, was ihn bewegt, auch gerne seine Meinung kundtun. Seit 2003 heißt es ja, und für die Jüngeren wirkt es ja besonders, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Jawohl, danke schön. Den Michael hier, der wollte noch was sagen. Michael, bitteschön. Thank you. Ich bin Michael, komme aus Braunschweig, aber meine Verlobte, die kommt aus Ukraine. Ihr wisst alle, ihr habt alles schon gehört, dass da gerade ganz schön was los ist. Vor 2 Monaten war ich da oben und habe alles live miterlebt. Ein Braunschweiger hat seine Verlobte in Ukraine besucht. Wir wollen die jetzt ja heiraten. Ich hoffe, es geht alles gut. Jeder weiß es auch wegen diesem Flugzeugabschuss in Ukraine. Traurig, ist ein trauriger Fall. Da ist halt die ganze Welt betroffen. Und ich meine, wir sollten auch mal denken, nicht nur in Ukraine, sondern oben auch, wo die ganzen Kriege sind. Sage ich mal, die haben es auch nicht leicht. Und es sind aber wenige, die sich mal einen Kopf darüber machen. Es sollte alle mal seinen Kopf machen. Alle. Danke, Michael. Gibt es noch einen spontanen Redebeitrag? Jemand, der jetzt eben was auf dem Herzen hat, was sagen möchte? Ansonsten machen wir... Da ist noch jemand. Unglaublich, ja? Ja, eine Freundin hat noch angeregt, dass wir vielleicht über diese Mahnwache hinaus einmal in der Woche oder einmal im Monat oder einmal in den 14 Tagen vielleicht nochmal sowas wie einen Stammtisch organisieren, um nochmal spezielle Themen vielleicht dort zu erörtern. Vielleicht, keine Ahnung, Arbeitsgruppen bilden für irgendwelche Geschichten. Also wer da meint, das wäre vielleicht der richtige Weg, könnte dann vielleicht nach der Veranstaltung zu mir kommen, dann können wir das mal besprechen. Okay, danke. Ja, das finde ich total klasse, weil es gibt hier keine strikte Organisation, es gibt hier niemanden, der etwas vorgibt oder bestimmt, was wir machen, was wir tun, sondern hier kann sich jeder beteiligen und die besten Sachen kommen sowieso einfach von jedem von euch. Denn jeder hat gute Ideen und vorhin kam auch öfters mal die Aussage, ja, was kann ich denn tun? Und das Problem ist, die halbe Menschheit fragt sich, was kann ich tun? Und wir müssen uns einfach nur zusammenfinden, diese halbe Menschheit oder noch mehr. Und müssen die anderen anstecken und dann sind wir viele. Und wir sind schon viele. Und wir werden mehr täglich. Und deswegen, wenn ihr Ideen habt, kommt einfach zu uns, wenn ihr euch nicht ans Mikro traut oder sprecht es direkt ins Mikro. Und wir werden versuchen, diese Sachen halt umzusetzen. Okay, da war noch ein, du wolltest noch was? Ja, mein Name ist Hans-Jürgen. Ich habe eine Frage an alle Anwesenden. Kennt jemand den Namen Winston Churchill? Dieser Mann hat nach Ende des Zweiten Weltkrieges den Spruch geprägt, wir haben das falsche Schwein geschlachtet. Ich meine, er hat im Moment darauf wahrscheinlich bereut, dass er damals mit den Amerikanern und der Sowjetunion die Anti-Hitler-Koalition gegründet hat. Und wenn ich mir jetzt hier nun die gegenwärtige Medienhetze gegen Russland und gegen Herrn Putin anschaue, habe ich den Eindruck, man will die Fehler von 1945 korrigieren, indem man jetzt versucht, Russland von der Bühne der Weltgeschichte wegzuputzen
und Hitler Deutschland rehabilitieren. Das ist mein persönlicher Verdacht. Ich weiß nicht, wie Sie da darüber denken, werte Damen und Herren, aber es lohnt sich darüber nachzudenken. Nur der Gedanke, das falsche Schwein geschlachtet zu haben und jetzt, was jetzt abläuft, der Besuch mit dem Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz, der wahrscheinlich kein Absturz war, sondern wirklich nur ein Absturz. Ich habe heute bei IK News gelesen hier, dass das wahrscheinlich gar nicht dieselbe Maschine abgestürzt ist, die am Morgen losgeflogen ist von den Niederlanden, dass es eine andere Maschine sein soll, die jetzt runtergekommen ist hier. Bei IK News kann man das nachlesen hier. Der Kollege Jens Becker hat diesen Artikel geschrieben. Ich nenne nochmal die Internetadresse iknews.de. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. So, wir machen jetzt mal eben kurz 2-3 Minuten Pause. Tauscht euch aus, unterhaltet euch miteinander, verknüpft euch und danach haben wir dann auch ein wenig Live-Musik. Bis gleich.